Herzlich willkommen zum neuen Video. Die Medien berichten darüber mit einem großen Fragezeichen, ob die GEZ vorm Aussteht. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Giga.de berichtete am 17.05. diesen Jahres: Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit der Zukunft des Rundfunkbeitrags. Es geht um die Art und Weise der Beitragserhebung, die aktuell Wohngemeinschaften bevorteilt und Alleinlebende mit Zweitwohnsitz doppelt zahlen lässt. Eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags steht für die Richter in Karlsruhe nicht zur Debatte. Es geht bei der Verhandlung um 4 Verfassungsbeschwerden, davon 3 Privatpersonen und der Autoverleiher Sixt, unter anderem um die Frage, ob es sich beim Rundfunkbeitrag in Wirklichkeit um eine Steuer handelt. In meinem letzten Video haben wir ja herausgefunden, dass der GEZ-Beitragsservice auf handelsrechtlicher Basis basiert. Ich habe im Internet die Nachrichten gelesen und darauf bin ich auf einen Artikel gestoßen, der meine Alarmglocken zweimal läuten lässt. Ich zitiere einen Beitrag aus dem Berlin-Journal aus dem Jahre 2016. GEZ rechtens, Verfassungsrichter winkte Gesetz seines Bruders durch. Am Freitag, den 18. März 2016, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass der Rundfunkbeitrag von der Gebühreneinzugszentrale GEZ ohne ein Empfangsgerät rechtens ist, wie Berlin-Journal berichtete. Den abgeschmetterten Bürgern bleibt nur noch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einlegen. Aber da stoßen sie auf einen Familienbetrieb. Schon im Mai 2013 hat der dortige Vizepräsident das GEZ-Gesetz über den Zwangsrundfunkbeitrag seines Bruders durchgewunken. Verfassungsrichter Professor Ferdinand Kirchhoff, der bereits 2013 über Klagen von Bürgern über die Rechtmäßigkeit der GEZ-Gebühren mitzuentscheiden hatte, ist der jüngere Bruder vom Professor Paul Kirchhoff, dem Vater der neuen Rundfunksteuer. Auf diese geburtsrechtliche Befangenheit des Verfassungsrichters wies Gerhard Wisniewski vom Rottenburger Kopfverlag hin und spricht hier nach Schwabenart von einem Geschmäckle. In anderen Regionen Deutschlands sagt der Volksmund, das stinkt zum Himmel. Was denkt ihr darüber? Wird die GEZ abgeschafft oder nicht? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und beteiligt euch an meiner Umfrage oben rechts in der Infobox. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich persönlich denke, dass alles beim Alten bleiben wird und weiterhin fröhlich Propaganda betrieben wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bitte lasst mir doch ein Abonnement da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal supporten würdet.